Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie herzlich hier begrüßen zu dürfen zur dritten Ausgabe von Listen to the East, eine Veranstaltung der Katholischen Akademie hier in Berlin, wo ich gerade zugeschaltet bin. Wir setzen damit unsere Diskussionsreihe fort, die mit einem Blick im vergangenen Dezember auf Bosnien und Herzegowina begonnen hat, sich dann in Armenien fortsetzte. Und grundsätzlich wollen wir bei dieser Reihe Expertinnen und Experten aus und zu Mittel- und Osteuropa ins Gespräch bringen, um vertiefende Informationen zu generieren zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch zu Konflikten, Konfliktursachen und Konfliktregelungsformen. Ich möchte dabei aber auch betonen, dass es immer auch um die Rolle von Kirchen geht. Und das alles machen wir nicht alleine. Und ich begrüße auch nicht alleine, sondern tue dies in freundschaftlich-kollegialer Verbundenheit mit Pfarrer Dr. Christian Hartl, dem Hauptgeschäftsführer von Renovabis, den Sie in einer der digitalen Kacheln auch sehen können. Ich kann ihn gerade sehen. Herzliche Grüße, grüß Gott nach Freising, lieber Herr Pfarrer Hartl. Kooperationspartner dieser Veranstaltung ist die Redaktion der Zeitschrift Ost-West, Europäische Perspektiven. Frau Pörtgen ist ebenfalls unter uns und wir sind auch dabei, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Wir kooperieren gerne mit Renovabis, mit der Akademie. Mein Name ist Marc Frings und ich bin der Generalsekretär des ZDK. Meine Damen und Herren, Anlass dieser Veranstaltung und unseres digitalen Zusammenkommens ist die Entwicklung in Belarus. Seit den Präsidentschaftswahlen im vergangenen August, die weit von freien und demokratischen Standards entfernt waren, wenn wir erneut daran erinnern, dass weiterhin ein Volk in Europa auf eine demokratische Transformation, auf Freiheit und Rechtsstaat wartet. Anders als es vielleicht die Herrscherklique um Präsident Alexander Lukaschenko erwartet hatte, ließen Protest und friedlicher Widerstand seit Sommer aber nicht nach. Die aktuelle Ausgabe von Ost-West, Europäische Perspektiven, die in diesen Tagen erschienen ist, schaut auf die Entwicklung in Belarus und die Ausgabe trägt den Untertitel Land im Umbruch. Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zu der Ausgabe. Wir haben renommierte Expertinnen und Experten gewonnen, unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Und ich glaube, es lohnt sich sehr und ich empfehle Ihnen sehr, diese aktuelle Ausgabe in die Hand zu nehmen. Obgleich der Winter und die besonderen pandemischen Entwicklungen Spuren hinterlassen haben, wird weiter in Belarus demonstriert. Und zwar nicht nur in Minsk, sondern in zunehmender Weise auch dezentral. Viele kleine Kundgebungen in vielen kleinen Städten statt eine große Demo in der Hauptstadt. Ein Muster, das wir mittlerweile auch in anderen Ländern, auch in Russland, beobachten können. Die Reaktion des Präsidenten, tausende Verhaftungen und härtere Strafen gegen jene, die sich gegen ihn positioniert haben, aber auch der Kampf gegen den unabhängigen Journalismus, das alles wirkt hektisch. Und doch ist völlig ungewiss, wer in Belarus oder im politischen Exil den Kampf um autoritäre Stagnation oder demokratische Transformation gewinnt. Beschäftigen sollten wir uns auch mit den externen Akteuren. Die Unabhängigkeit Minsks von Moskau hat massiv zugenommen in den vergangenen Monaten. Und auf der anderen Seite im Westen beobachten wir, wie Brüssel wiederholt Sanktionspakete verabschiedet, um als EU den normativen Selbstanspruch als demokratische und als globale Demokratieförderung gerecht zu werden. Ich bin gespannt auf die Einordnungen unserer Expertinnen hierzu. Solche Veranstaltungen, dies bitte ich noch zu ergänzen, passieren nicht einfach so. Und deswegen möchte ich gerne danken Frau Dr. Maria-Luise Schneider, die gerade schon gesprochen hat, stellvertretende Direktorin der Katholischen Akademie in Berlin, und auch Dr. Christoph Dahm von Renovabis für die sehr professionelle Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung. Herr Dahm, es wurde bereits gesagt, übernimmt daher auch die Chatmoderation. Im Mittelpunkt aber steht das digitale Podium und so möchte ich danken Frau Dr. Alschanskaya und auch Ihnen, Frau Dr. Danilovic, dafür, dass Sie mit uns Ihre Expertise teilen werden, heute Abend durch die Diskussion führt, verbunden mit einem Dank dafür Professor Thomas Bremer von der Universität Münster, an den ich jetzt auch übergeben darf. Ich wünsche uns allen eine erkenntnisreiche Stunde. Ja, vielen Dank, lieber Herr Frings. Und ich darf meinerseits Sie alle sehr herzlich begrüßen und freue mich über das Interesse an dieser Veranstaltung, die wir heute Abend gemeinsam hier durchführen wollen. Ich möchte Ihnen zunächst die beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen, die gerade schon genannt worden sind. Und Sie können sie in den Kacheln wahrscheinlich jetzt ganz klein auch nur sehen. Zwei Wissenschaftlerinnen aus Belarus, die wir heute eingeladen haben zur Teilnahme, die haben beide orthodoxe Theologie in Minsk studiert und haben dann später beide in Deutschland promoviert.
Frau Dr. Jauhenia Danilovic ist Theologin, hat einen Doktorgrad in evangelischer Theologie in Tübingen erworben und sie arbeitet jetzt an der Universität Münster an der evangelisch-theologischen Fakultät im Bereich der Religionspädagogik. Und Frau Dr. Aljona Alschanskaya ist, wie gesagt, ebenfalls Theologin. Sie hat in Mainz allerdings dann im Fach Geschichte promoviert und arbeitet jetzt ebenfalls an der dortigen Universität in Mainz an der Abteilung für osteuropäische Geschichte. Mein Name ist Thomas Bremer. Ich merke gerade, dass ich der Einzige auf diesem Podium bin, der nicht in Minsk orthodoxe Theologie studiert hat. Ich arbeite in Münster an der Universität, bin katholischer Theologe und arbeite mit in der Redaktion der Zeitschrift Ost-West-Europäische Perspektiven, die Herr Frings gerade angesprochen hat. Ich darf einmal kurz das Belarus-Heft, das er genannt hat und das ganz frisch vor einigen Tagen erschienen ist, in die Kamera oder in meinen Computer halten. Es ist der äußere Anlass für uns sozusagen gewesen, die Ereignisse in Belarus, die Ereignisse der letzten Monate aufzunehmen für diese Veranstaltung und speziell nach der Rolle der Kirchen zu fragen in diesem Konflikt und in diesem Umbruch, in dem das Land Belarus eben steht. Wir werden zunächst, werde ich einige Fragen an die beiden Expertinnen stellen und wir werden unter uns ein Gespräch führen. Und danach, im zweiten Teil der Veranstaltung, gehen wir dann auf Ihre Fragen ein. Wie nochmal gesagt, ich will es nochmal sagen, wie schon gesagt worden ist, für die, die später gekommen sind, bitte, wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie die Frage unten in den Chat. Sie können da auf Chat klicken, dann eröffnet sich so ein Fenster und Sie können Ihre Frage stellen. Und die Fragen werden nachher moderiert und werden uns auf dem Podium dann gemeinsam gestellt. Wir haben insgesamt etwa eine Stunde Zeit. Diese Veranstaltung, dieses Podium sollte nicht sehr spät nach 19 Uhr schließen. Einige Minuten können wir vielleicht überziehen. Gut, dann möchte ich beginnen mit einem Blick zunächst doch auf die politische Lage. Und ich würde Sie, Frau Danilovic, gerne fragen, wie denn die politische Lage jetzt ist. Wir hatten am 9. August die Wahlen und wir hatten danach sofort große Proteste, die sich über viele Wochen und Monate hingezogen haben. Es sieht ein bisschen so aus, als hätten sich diese Proteste etwas abgeschwächt, aus verschiedenen Gründen, natürlich auch wegen des brutalen Vorgehens des Regimes und auch vielleicht wegen der Unbeweglichkeit des Präsidenten, der ja keinen Anschein erweckt, dass er irgendwie zu einem Kompromiss bereit wäre oder mit der Opposition sich auf einen Dialog einlassen würde. Meine Frage also, wie ist denn die Lage jetzt und wie würden Sie die beurteilen? Ja, die Proteste haben tatsächlich andere Formen angenommen. Also man kann nicht sagen, dass sie komplett verschwunden sind, sondern man sieht immer noch einzelne kleinere Demonstrationen, wo die Menschen auch mit weiß-rot-weißen Flaggen zum Beispiel gehen. Der Unterschied ist aber zu diesen großen Protesten im August zum Beispiel oder auch im frühen Herbst, ist, dass die Menschen jetzt auch Angst bekommen und bei solchen Demonstrationen oft verdecken sie auch ihren Gesicht, sodass sie nicht erkannt werden. Das hat auch steht in Zusammenhang damit, dass auch die Formen der Gewalt in Belarus sich verändert haben. Also es ist nicht mehr diese brutale körperliche Gewalt wie im August oder frühen Herbst, sondern das ist eher die Repressalien durch die Gerichtsprozesse, die jetzt stattfinden in einer großen Menge. Und die Menschen sind auch jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, dass sie ihre Solidarität zueinander auch durch Besuchen dieser Gerichtsprozesse äußern. Und die Menschen werden hauptsächlich nach dem Artikel 23/34 verurteilt. Es geht um die Teilnahme an den nicht sanktionierten Demonstrationen. Dafür werden sowohl die Strafen vergeben, aber auch dass man in den Haft kommt. Zu dem Stand von 27. Februar sind nach den Angaben der Menschenrechtsorganisation Vesna insgesamt 258 politisch Gefangene derzeit in Belarus. Und allein im Februar wurden 102 Menschen im Rahmen eines kriminellen Verfahrens aus politischen Motiven verurteilt. Man kann auch sagen, dass der Staat versucht, die Gerichte so zu machen oder so zu beeinflussen, dass dadurch eben diesen Druck auf die Menschen erfolgt und
Zum Beispiel, es werden jetzt auch Korrekturen in die Gesetzgebung eingeführt, wonach man wegen Extremismus oder Verbreitung im Internet verbotener Informationen verurteilt wird. Und solche Hinzufügungen lassen auch sehr viel Interpretationsraum, sodass man auch den Menschen sehr schnell verurteilen kann. Sehr viele Belarussen verlassen auch das Land aus Angst vor der Verfolgung. Die genauen Zahlen sind jedoch nicht bekannt, weil viele beantragen keinen Status eines politischen Flüchtlings zum Beispiel. Menschen fliehen in die Ukraine, nach Polen, aber auch in die baltischen Staaten. Und nach wie vor ist schwierig auch die Situation in den Untersuchungshaften, wo die Menschen zum Beispiel in eine Zelle, die für 6 Personen vorgesehen ist, 16 Personen da sind und man bekommt nicht genug warme Decken oder auch Matratzen und manchmal auch das Wasser in solchen Zellen wird abgestellt, sodass die Menschen zum Beispiel auch nicht Chlor unterspülen können. Heizung wird abgestellt. Also man versucht auch sozusagen nicht nur einen physischen Druck auszuüben, sondern auch psychische Gewalt, würde ich sagen. Und der Staat ist nach wie vor nicht bereit, den Dialog anzufangen mit der Bevölkerung. Und man hat den Eindruck, dass die Gesellschaft im Moment sehr gespalten ist. Würden Sie denn sagen, dass diese Demonstrationen, die Proteste, die wir jetzt haben, dass die ganz dezentral sind? Oder wie ist denn die Rolle der Oppositionsführerinnen, die ja entweder in Haft oder im Ausland sind, das heißt, die jetzt nicht mehr so agieren können wie früher? Ja, also man schaut immer noch in die Richtung der Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja und in Richtung des Stabes. Man sieht das auch zum Beispiel daran, dass die Menschen sehr interessiert sind, wenn sie ein Interview gibt, sodass die Menschen nach wie vor ja, nach den Informationen schauen. Und die Rolle, glaube ich, ist, dass man versucht, jetzt die Ressourcen im Land zu mobilisieren. Das heißt nicht, die Menschen unbedingt sozusagen auf die Straße zu holen, sondern die Menschen miteinander zu vernetzen, dass die Menschen immer noch das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine sind mit ihren, ja, mit ihrer Unzufriedenheit gegenüber dem Regime, sodass man sich auch in die Arbeitsgruppen, ja, zusammenschließt und zusammen versucht, etwas zu machen. Und ich glaube, das ist die Rolle und auch natürlich der Dialog mit den politischen Kräften im Ausland. Und ich glaube, da sieht man auch sehr deutlich, dass Svetlana Tichanowskaja auch viel unterwegs ist und sich viel mit Politikern trifft und versucht, auch diese Situation von Belarus darzustellen und ja, nach einer Lösung zu finden. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade gesehen, dass im Chat eine Nachricht von jemand ohne Namen aufgepoppt ist, wo es um die europäische Politik geht. Und das wäre meine Frage an Frau Alschanskaja jetzt. Wie beurteilen denn die Belarusinnen und Belarussen die Haltung des Westens, die Haltung der Europäischen Union, die Haltung Deutschlands? Es gibt diese interessante Position, dass man ja Lukaschenko jetzt als Präsidenten nicht anerkennt. Und das hat vermutlich, bin ich mir nicht ganz sicher, vermutlich weiterreichende Konsequenzen, als man das jetzt denkt. Aber wie ist denn die Haltung der Betroffenen, also der Bevölkerung in Belarus, zu die Ansicht dessen, wie die EU und der Westen sich verhält? Ja, wohl die Reaktion der Europäischen Union angesichts des Gewaltsausmaßes und Repressionsausmaßes sehr momentan sehr zögerlich ist. Ich würde sagen, das Wichtigste wurde getan. Also Lukaschenko wurde als legitimer Präsident nicht anerkannt. Und das ist zum ersten Mal nach den Wahlen. Der Druck von außen als zusätzliches Mittel im Kampf gegen Lukaschenko ist extrem nötig. Also den meisten Protestierenden bleibt es schon bewusst und klar, dass die Sanktionen Lukaschenko nicht umstürzen können oder werden. Es ist den meisten auch bewusst, dass nur das Volk selbst diesen Kampf gewinnen kann. Und letzte Woche ist es bekannt geworden, dass es momentan die Arbeit an dem 4. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen das Regime von Lukaschenko läuft. Was ich aber momentan von vielen Ecken aus Belarus höre,
ist eine schleichende Enttäuschung und Skepsis gegenüber Europa und nicht nur gegenüber der europäischen Bürokratie, sondern über die Grundsätze und Werte der europäischen Gemeinschaft. Nach der Verabschiedung des dritten Sanktionspakets im Dezember ist es zum Beispiel bekannt geworden, dass zwei Personen, zwei sogenannten Geldbeutel von Lukaschenka, aus der bereits abgestimmten Sanktionsliste gestrichen wurden. Und einer von denen wurde gerade von der deutschen Delegation sozusagen gerettet. Und der Grund dafür war, dass mehrere deutsche Unternehmen an seinem großen Investitionsprojekt in Belarus beteiligen und ein Bergbauunternehmen schon einen Vertrag über 200 Millionen Euro hatte. Und wenn solche Fakten bekannt werden, dann verliert natürlich die EU ihre Glaubwürdigkeit als eine Wertegemeinschaft. Wenn die europäischen politischen Institutionen ihre Werte gegen die Interessen der Geschäftsleute und Unternehmen nicht durchsetzen kann, dann entsteht unter unter belarussischen Bevölkerung die grundsätzliche Enttäuschung gegenüber den Prinzipien der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und die europäische Krise der letzten Jahre machte offensichtlich, dass auch selbst die Bevölkerung der Europäischen Union von dieser Enttäuschung nicht immun ist. Und die Unentschlossenheit und Schwäche der Sanktionen können die zweifelnden Belarusen nur daran bestätigen, dass man fürs Geld alles kaufen kann, einschließlich die Verpflichtung zu den europäischen Werten. Man wünschte, glaube ich, dass in dieser Krisensituation die Europäische Union ihre Errungenschaften und deren Vorteile in der Praxis vorweisen kann und darin die Mehrheit der Belarusen überzeugen kann. Und das ist auch, ich glaube, eine Chance für die Europäische Union, sich neu zu denken und eventuell feste Mechanismen und Instrumente herauszuarbeiten, wie man auf die Menschenrechtsverletzungen wirksam reagieren könnte. Und man muss immer im Kopf behalten, dass Lukaschenko nicht das einzige Hindernis auf dem Weg zur freien Demokratie darstellt. Belarusen haben noch den großen Bruder im Osten, der ein Abdriften von Belarus in Richtung Selbstbestimmung und Rechtsstaatlichkeit gar nicht wünscht und mit allen Kräften verhindern werde. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich so, dass die Rolle Russlands nochmal ein eigenes wichtiges Thema wäre, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, sondern wir wollen uns dem Hauptthema unseres Abends, unserer Veranstaltung zuwenden, nämlich der Frage nach den Kirchen. Und da würde ich gerne bei Ihnen zunächst bleiben, Frau Alschanskaya. Die größte Kirche in Belarus ist die orthodoxe Kirche. Kurz nach den Wahlen und nach dem Beginn der Proteste ist das Oberhaupt der orthodoxen Kirche, Metropolit Pavel, versetzt worden aus Minsk nach Russland. Er kommt auch aus Russland, er war Russe. Und jetzt ist zum ersten Mal überhaupt ein aus Belarus stammender Bischof namens Benjamin, also Benjamin auf Deutsch, zum Metropoliten von Minsk ernannt worden. Die Frage zunächst, wie ist denn die Haltung der orthodoxen Kirche zu den Ereignissen, zur Wahl, zu den Protesten, zu der Reaktion des Regimes? Also wie verhält sich die orthodoxe Kirche? Also nach der knapp 7 Monate Proteste in Belarus kann man schon mit Gewissheit sagen, dass die orthodoxe Kirche als eine Institution, als gesellschaftlich relevante Kraft eigentlich versagt hat. Also Metropolit Pavel handelte schon früher oft sehr impulsiv und fühlte sich als russischer Staatsbürger wahrscheinlich nicht so vollkommen abhängig von Lukaschenko. Und er war offensichtlich von diesem Ausmaß der Gewalt der Sicherheitskräfte gegenüber den Protestierenden sehr tief beeindruckt und reagierte ganz spontan, würde ich sagen. Er hat die verletzten Menschen im Krankenhaus besucht. Er hat sich in einem privaten Gespräch für seine Gratulationsworte zum Wahlsieg von Lukaschenko entschuldigt und er rief zum Aufhören der Gewalt und zum Dialog auf.
Und das war offensichtlich für Lukaschenko genug, dass er solche Kirchensprecher eigentlich loswerden wollte. Und das hat sich auch bestätigt, weil in einigen Tagen wurde auch der Einreiseverbot für den katholischen Metropoliten gemacht. Und für dieses Amt wünschte Lukaschenko anscheinend eine absolut loyale Person. Metropolit Benjamin wurde unter den Gläubigen als großer Beter eigentlich bekannt. Und viele Orthodoxen dachten, dass er angesichts dieser Situation der totalen gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, dass er im Sinne der Christenliebe und Nächstenhilfe also handeln würde. Aber er hat sich davon distanziert von dieser Situation und versucht, diese Problematik möglichst zu verschweigen. Obwohl der Ausmaß der Repressionen und ungerechten Gerichtsurteilen in den letzten Monaten dramatisch gestiegen ist, findet Benjamin dafür keine Worte. Und mit diesem Schweigen und Nichthandeln erweist sich die orthodoxe Kirche als Teil der Nomenklatur und nicht als Teil der Gesellschaft, die sie eigentlich zu vertreten beansprucht. Die Leitung bleibt dieser Einstellung treu, sich angeblich also in die Politik nicht einzumischen, obwohl es schon längst keine politische, sondern eine Gewissensfrage ist. Und man deklariert schon seit Jahren, und die russische, wie auch die russische orthodoxe Kirche im Fall des Ukraine-Krieges, dass man angeblich neutral und außerhalb des politischen Kampfes sich positioniert. Aber man bleibt tatsächlich wie üblich an der Seite der Regierenden. Und mittlerweile hat Benjamin bereits mehrmals mit Lukaschenko getroffen, wahrscheinlich auch mehr als Metropolit Pavel in den letzten 7 Jahren. Und mit diesen gemeinsamen Auftritten verleiht er natürlich Legitimität an Lukaschenko. Es lässt sich insbesondere die Intensivierung der kirchlichen Arbeit mit Jugendlichen beobachten. Und das ist gerade, was Lukaschenko seit Monaten bemüht. Und genauso wie Vertreter des Regierungsapparates besucht Metropolit Benjamin in den letzten Monaten verschiedene Hochschulen und Bildungsanstalten und führt Gespräche mit jungen Menschen. Er sieht allerdings sehr künstlich und ja, inszeniert aus. Bei einigen Treffen werden nur loyale Studenten zugelassen, bei anderen Treffen werden Kadetten aus Militärakademie gebracht. Und ja, das sieht wirklich nach dem Auftrag von Lukaschenko aus, die Jugendliche für sich zu gewinnen. Aber da fehlen ja der Kirche die Kompetenzen. Die Jugendlichen bekommen jetzt Informationen nicht aus dem Staatsfernseher und nicht aus dem offiziellen Website der Kirche. Und die nutzen Internet, und ich glaube, Jugendliche sind gerade sehr sensibel zu dieser Diskrepanz zwischen der Realität und dem, was sie, was die Obrigkeit deklariert. Und was noch ganz wichtig ist, ist diese unverhüllte Gewalt, die wir seit diese Gewalt der Sicherheitskräfte, die wir seit August beobachten, das ist eigentlich ein Fiasko der Mission der Kirche, also ein Fiasko der Zusammenarbeit, der deklarierten also Zusammenarbeit zwischen der Kirche und dem Staat. Es wurden in diesen letzten Jahren sehr viele zahlreiche Abkommen zwischen Kooperationsabkommen zwischen verschiedenen staatlichen Institutionen der Kirche geschlossen. Und orthodoxe Priester, die bekamen den Zugang zur Armee, zu Militärstrukturen. Und jetzt entsteht die Frage, woher kommt diese Brutalität? Was haben die orthodoxen Priester da alles gepredigt? Und ich vermute gar nichts. Also weil diese Zusammenarbeit, die bestand nur auf dem Papier. Und da wurden wahrscheinlich höchstens Waffen oder Autos gesegnet.
Und auch genauso wie in anderen Bereichen diese Mission da nur imitiert wurde. Und das heißt, die Kirche, die hat diesen gesellschaftlichen Auftrag nicht erfüllt und jetzt findet man auch gar keine Worte, um dieses Verbrechen eigentlich zu verurteilen. Ich glaube, man beschäftigt sich nur darum, die Kirche als Institution beizubehalten, auch samt, einschließlich aller Privilegien, die sie von dem Staat hat. Und die Frage ist, ob die Gesellschaft eine solche Institution, also künftig überhaupt braucht, also diese Institution, die für nichts steht und die sich nur um eigene Existenz kümmert. Ja. Ja, also vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Das heißt, Sie würden sagen, der Weggang von Metropolit Pavel war eine Bestrafung für sein Verständnis oder für seinen Besuch im Krankenhaus und für sein Verständnis sozusagen für die Demonstration oder für die Demonstranten und Demonstrantinnen. Ja, kann man sagen, wahrscheinlich Bestrafung oder ja. Was Sie jetzt gesagt haben, ist natürlich, hat sehr stark die Kirchenleitung betroffen, ne? Die Metropoliten und die Bischöfe. Und wir sollten vielleicht, da würde ich gerne Frau Danilovic fragen, die Ebene wechseln und auch die Gläubigen ansehen oder die Priester und Gläubigen, also nicht nur die Kirchenleitung. Es sind ja unter den vielen, wir sehen jetzt, oder ich sehe zumindest im Hintergrund von Frau Alschanska das Bild mit dem vollen Platz, also viele von den Demonstrierenden sind ja auch Gläubige und wir haben auch gesehen, wie Gläubige zum Beispiel versucht haben, in Kirchen zu gehen, um sich dort zu schützen vor der Polizei und sich dort zu verstecken. Und meine Frage ist also, wie ist denn wie ist denn das Verhältnis, die Beziehung zwischen der Kirche und der Zivilgesellschaft? Also wie drückt sich das aus, die Gläubigen, die sonntags zur Kirche gehen und vormittags sozusagen und Mittag und Nachmittag dann zur Demonstration? Gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es da, oder sind das Dinge, die eher isoliert voneinander betrachten? Wenn wir das, was wir gerade von Frau Alschanskaya gehört haben, ernst nehmen sozusagen, dann sehen wir ja eigentlich, dass es eine große Trennung gibt zwischen der Kirchenleitung zumindest und dem, was geschieht in den Demonstrationen. Wie würden Sie das beurteilen in Bezug auf die normalen Gläubigen, Frau Danilovic? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Also ich glaube, dass im Kontext der politischen Krise und Proteste nimmt man wahr auch so eine gewisse Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Kirche. Und das spiegelt auch diese Prozesse in der Gesellschaft, wo die Menschen auch irgendwie merken, dass man kann sich auf die Leitung, die staatliche Leitung, sich nicht mehr verlassen. Deswegen muss man selber die Initiative ergreifen. Und ich würde sagen, das sieht man auch in den Kirchen. Beispielhaft ist das an der Arbeitsgruppe Christliche Vision, die entstanden ist eigentlich im Rahmen des Koordinierungsrates für Belarus, initiiert durch Svetlana Tichanowskaja. Und diese Arbeitsgruppe Christliche Vision hatte ursprünglich das Ziel oder beziehungsweise hat immer noch das Ziel, die Überwindung der politischen Krise in Belarus und Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen den Christinnen und Christen im Rahmen dieses Koordinierungsrates. Und diese Gruppe ist auch interkonfessionell zusammengesetzt, also es sind katholische, orthodoxe, evangelische Christinnen und Christen und auch aus unterschiedlichen sozusagen Schichten, sowohl Laien als auch Theologinnen und Theologen, Priester zum Beispiel sind auch dabei. Und die Arbeitsgruppe versucht sozusagen oder bemüht sich in ihrer Arbeit, die Rolle der Kirche in den Protesten sichtbar zu machen, aber auch zu verwirklichen, ich würde sagen, beides. Zum Beispiel dazu gehört Solidarisierung mit den verfolgten Menschen im Kontext Kirche und politische Krise. Eine jüngste Aktion ist zum Beispiel, dass man hat initiiert Mittelsammlung für einen evangelischen Christen, Sergej Miljanets, das ist Vater von 7 Kindern. Und er hat auf seinem Fenster Jalousien gehabt in den Farben Weiß, Rot, Weiß. Und dafür hat er eine hohe Geldstrafe bekommen. Und man hat sogar sozusagen verschiedene Untersuchungen angefangen bezüglich seiner Erziehung, seiner Kinder. Also der Staat versucht auch dadurch Druck auszuüben. Und die Arbeitsgruppe hat dann initiiert so eine Mittelsammlung für den Kauf eines neuen Laptops.
Das ist nur ein Beispiel dieser Arbeit. Aber dazu gehört Darf ich mal dazwischen fragen? Diese Arbeitsgruppe ist in Minsk oder in Belarus tätig? Ja. Ja, das ist die Arbeitsgruppe ist international tätig, also es sind auch in Deutschland Vertreter da und es sind auch in Frankreich Vertreter da und in Belarus auch. Und es gibt kein sozusagen, ich würde sagen, kein Zentrum der Sitz der Gruppe, sondern das ist auch dezentral. Und in Deutschland zum Beispiel auch die Arbeitsgruppe pflegt Kontakte zu den Kirchen, zu Organisationen hierzulande, wenn es um Organisation der Hilfe geht oder um Koordination der Hilfe für die verfolgten Christinnen und Christen aus Belarus. Auch ein Beispiel ist Priester Wladimir Trobeschewski aus Gomel, der bekannt ist geworden so durch seinen Einzelstreik mit dem Plakat "Beendet die Gewalt". Und dafür hat er 26 Tage Arrest bekommen und hat dann das Land verlassen, ist inzwischen in Frankreich als, ja, sozusagen als Flüchtling. Und die Arbeitsgruppe hat dann auch Hilfe für ihn koordiniert, sodass das überhaupt möglich war. Ja, und man kann auch sagen, dass die Menschen in Belarus, das ist so meine Wahrnehmung auch in den Medien, in den Nachrichten, dass die Menschen sind sehr aufmerksam geworden in Bezug darauf, wie Religionsgemeinschaften sich in der politischen Krise verhalten. Und die Menschen nehmen so voll wahr, auch die Position der Leitung der Kirche, aber sie nehmen auch sehr aufmerksam wahr, wenn die Priester sich mit den Protestierenden solidarisieren oder wenn die Religionsgemeinschaften irgendwelche Stellungnahmen machen und Gewalt verurteilen zum Beispiel. Also ich würde sagen, generell in der Gesellschaft auch dieses religiöse Motiv in den Protesten ist wahrzunehmen. Sehr bekannt ist so eine Plakate mit dem Zitat des letzten Satzes aus Vater Unser auf Russisch oder beziehungsweise auf Kirchenslawisch heißt es Izbavi nas od lukavoga. Auf Deutsch erlöse uns von dem Bösen. Und dieses letzte Wort lukavoga hat Anspielung an den Lukaschenko, also erlöse uns von dem Lukaschenko. Also es gibt ein gewisses Potenzial, würden Sie doch sagen, in den Kirchengemeinden und unter den Gläubigen, das unterstützend für die Oppositionsbewegung ist. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also auch im November hat die Kirche New Life, das ist eine protestantische Kirche in Minsk, protestantische Gemeinde, ein Video aufgenommen in YouTube, wo sie sich sehr offen gegen Gewalt, gegen Erpressung durch das Regime geäußert haben und sehr auch politisch sich geäußert haben, würde ich sagen. Das war daran erkennbar, dass im Video auch Fotos und Videoausschnitte aus den Protesten und aus den Demonstrationen zu sehen waren, sodass man das auch sehr gut zuordnen konnte. Und unmittelbar danach hat diese Kirche sozusagen einen Brief bekommen, dass sie mussten ihren Kirchengebäude räumen bis zum 31. Dezember. Das hat die Gemeinde nicht gemacht. Und dann im Februar, am 17. Februar, hat dann der Staat dieses Kirchengebäude gewaltsam sozusagen enteignet, sodass die Menschen jetzt sich jeden Sonntag vor dem Kirchengebäude treffen, um gemeinsam zu beten bei diesen eisigen Temperaturen. Wir sind damit schon, Sie haben jetzt eine protestantische Gemeinde angesprochen. Ich würde gleich noch eine Frage stellen zur katholischen Kirche natürlich, aber vielleicht machen wir das, wenn wir gerade dabei sind. Außer Katholiken und Orthodoxen, wie verhält es sich denn, Frau Danilovic, mit den anderen Religionsgemeinschaften? Die Protestanten haben Sie etwas gerade angesprochen. Es gibt auch eine bedeutende jüdische Gemeinde. Wie spielt die eine Rolle? Sind die präsent sozusagen? Merkt man das? Ja, also ich würde sagen, dass es gibt keine klaren politischen Statements von der Seite der jüdischen Gemeinde, aber es gibt dieses Motiv, das parallel zum Holocaust in den Ereignissen, die jetzt in Belarus passieren, so dass die Menschen sehen sozusagen Parallelen wahrscheinlich in der Taktik des Regimes. Deutlich ist das jetzt geworden in Novogruda, gab es sozusagen eine Aktion oder nicht Aktion, sondern es gab immer sonntags Exkursionen, wo man auch über den Widerstand der Juden im Zweiten Weltkrieg erzählt hat.
Und die Menschen haben so gelben Stern dran geklebt. Der sah ein bisschen so aus wie David Stern mit den Zahlen, mit den Zahlen diese 23, 34, dieses Artikel, nach dem viele jetzt verurteilt werden, sodass man sich solidarisch zeigt mit diesen Menschen. Und eine Frau war zu 10 Tagen Haft verurteilt und die Organisatorinnen dieser Exkursionen dann haben keine Vertragsverlängerung bekommen in ihrer Arbeit. Und es fallen immer wieder solche Worte wie zum Beispiel Genozid gegen eigenes Volk, Faschismus, Lukaschismus, so dass man irgendwie, dass die jüdische Gemeinde sich zwar nicht so sehr direkt politisch äußert zu den Ereignissen, aber trotzdem schwingt dieses Thema, ich würde sagen, sehr deutlich mit in den Protesten. Ja, vielen Dank. Dann Frau Alschanskaya, Sie haben gerade schon angedeutet, wenn wir zur katholischen Kirche kommen, dass auch in der katholischen Kirche wie in der orthodoxen der leitende Geistliche abgelöst worden ist nach dem Beginn der Demonstrationen, Erzbischof Kondrusevich. Und die meisten von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass es um ihn einen großen Skandal gegeben hat, weil er eben in Polen war für eine kurze Reise und danach, obwohl er belarussischer Staatsbürger ist und von Anfang an gewesen ist, nicht mehr ins Land gelassen wurde mit einer Begründung, man müsse prüfen, ob das stimme mit seiner Staatsbürgerschaft. Es hat mehrere Wochen oder fast Monate gedauert. Dann konnte er wieder einreisen und er hat zu seinem 75. Geburtstag, wie das üblich ist, dem Papst seinen Rücktritt angeboten und der Papst hat diesen Rücktritt dann gleich angenommen. Das heißt, momentan gibt es keinen, es gibt jemanden, der das Bistum administriert, aber es gibt keinen im Amt befindlichen katholischen Erzbischof. Frau Schanzker, können Sie noch etwas sagen, vielleicht zur Lage und zur Haltung der katholischen Kirche in Belarus in dieser Situation? Ja, im Unterschied zur orthodoxen Kirche, die Leitung der katholischen Kirche stellte sich sofort eindeutig an die Seite der Protestierenden und Metropolit Kondrusevich war sehr aktiv und konnte sogar mit dem Innenminister Juri Karajew ins öffentliche Gespräch kommen, aber die Konsequenzen ließen auf sich nicht warten und nach dem Einreiseverbot, also sein Stellvertreter, Generalvikar Juri Kasabutski, zog diese Position weiter und verurteilte ständig ganz offen, ganz eindeutig die Staatsgewalt in jeder Form. Aber im November, wurde auch immer mit Strafverfolgung gedroht, also wegen seiner Äußerungen. Und vor diesem Hintergrund kann man die Position des Vatikanes sehr schwer nachvollziehen. Also insbesondere für die Katholiken in Belarus. Sie wünschten sich natürlich viel mehr offene Unterstützung seitens des Papstes. Und weiterhin wurde die belarussische Öffentlichkeit von den diplomatischen Kontakten des Vatikans mit der nicht legitimen Regierung, also sehr tief bestürzt. Ich kann nichts dazu sagen, welche Ziele der Vatikan damit verfolgte, aber das Bild, das Lukaschenkos Medien in die Öffentlichkeit dabei präsentieren, wirkt eigentlich sehr abschreckend. Also die Übergabe zum Beispiel des Beglaubigungsschreibens des neuen apostolischen Nunzius für Belarus, Erzbischof Josic, an Lukaschenko. Also das deutete auf die Anerkennung als legitimen Staatschef durch den Vatikan. Und der Nunzius wurde so in Staatsmedien mit einem Glas Sekt beim Smalltalk mit Lukaschenko gezeigt. Und dies wurde als Zustimmung zu Lukaschenkos Regime gewertet. Und das ist nicht der Einzelfall. Also der Wechsel des Metropoliten in der katholischen Kirche, ja nicht Wechsel, aber ja vorläufiger Wechsel, also markierte den Übergang. Ich würde eigentlich sagen, also das ist ja Übergang von Widerstand zur Ergebung, also von Verurteilung der Gewalt zur Kollaboration mit dem regierenden Regime. Also zusammen mit dem orthodoxen Metropoliten saß der neue katholische, also Stellvertreter,
im Präsidium des Allbelarussischen Volksversammlung in diesem Februar. Und diese Versammlung sollte einen gesellschaftlichen Konsens vorspielen und diese Legitimation an Lukaschenko verleihen. Aber die wurde nie vom Volk irgendwie ernst genommen und besonders nicht in diesem Jahr. Außerdem haben Metropolit und Veniamin und auch Tadeusz Kondrusiewicz ihre Vorschläge zur Verfassungsänderung dargelegt. Also die betreffen sich der Fragen der Ehe und Abtreibung. Aber die spielen, also bei diesem Ablenkungsmanöver, die spielen mit eigentlich. Das ist ja dieser Ablenkungsmanöver, was Lukaschenko also gerade nutzt. Also der verspricht immer wieder und versucht also diese Krise zu lösen. Also weil er verspricht immer irgendwelche Verfassungsänderungen. Aber wenn man also diese Ablenkung auf die zweitrangige Probleme, also wenn diese zweitrangige Probleme diskutiert werden, und also das ist ja, also ja, ich verstehe Sie ein bisschen so, dass es also eine große Bereitschaft sozusagen bei vielen Priestern und bei den Gläubigen in der katholischen Kirche in Belarus gäbe zur Unterstützung der Opposition und dass sie das auch machen, aber dass es ein bisschen konterkariert wird sozusagen auch von der Weltkirche, vom Vatikan und eben auch von Kondrusiewicz. Sie fragen, also Sie machen dort stellen dort eine kritische Anfrage, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, würde ich sagen. Also Kondrusiewicz, also wie gesagt, also in seinen Ansprachen, in seinen Interviews, also legt er den Schwerpunkt auf irgendwelche Probleme. Also das ist ja wichtig, diese Probleme, aber sie sind zweirangig im Vergleich zu den dramatischen, also eigentlich unvorstellbaren Menschenrechtsverletzungen, was gerade in der Gesellschaft passiert. Und wenn im August er sich, also er hat ganz eindeutig das verurteilt, also seitdem hört man nur, ja. Wir sollten zu den Fragen kommen, deswegen eine kurze Frage an Sie beide noch. Was können wir denn tun? Was erwarten denn die Belarusinnen und Belarussen von uns hier, von den Kirchen in Deutschland, von Deutschland als Staat, von der katholischen Kirche, von den Kirchen? Frau Danilowitsch? Ja, also ich denke, dass jede Form der Solidarität mit den Christinnen und Christen Belarus, aber auch mit den Menschen, die dort aufgrund der politischen Motive leiden, ist wichtig. Also das können auch sein, dass man sich informiert über die Situation in Belarus, dass man nach Belarus schaut sozusagen und sich dessen bewusst wird, was dort passiert. Ich glaube, das können auch sehr klare Worte sein durch die Stellungnahmen. Aber auch, es kann auch Beteiligung an der Hilfe vor Ort sein. Sowohl hier in Deutschland gibt es bereits Organisationen wie Verein RASAM, die koordinieren Hilfe für die Menschen, die aus Belarus flüchten zum Beispiel. Aber auch mit der Arbeitsgruppe Christliche Vision kann eine solche Zusammenarbeit vorstellbar sein. Und dann natürlich die großen Kirchen hierzulande, katholische, evangelische Kirche, haben eine wichtige gesellschaftliche Rolle und können auch sozusagen Lobby machen für die Unterstützungsprogramme zur Demokratisierung, zum Beispiel Stipendienprogramme, aber auch Hilfe für die Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben in Belarus. Genau, das ist so. Ja, danke. Ich habe gerade gesehen, nur für alle, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer Links in den Chat eingestellt haben für RASOM zum Beispiel, wenn Sie sich darüber informieren wollen und über andere Dinge, da finden Sie Internetadressen im Chat jetzt. Frau Olschanskaya, ganz kurz bitte noch und dann kommen wir zu den Fragen. Ja, ich würde eigentlich erwarten, dass man hier also für eigene Ideale und Werte wie Menschenwürde und Freiheit so steht und alle, denen es möglich ist, also ein bisschen Druck auf Politiker und Entscheidungsträger in Europa Druck machen. Ja, vielen Dank. Dann jetzt kommen wir, wie angekündigt, etwas später als gedacht zu den Fragen. Herr Dr. Dahn hat die gesammelt. Ja. Kannst du schon mal eine erste Runde uns vorschlagen? Ja, das sind also zunächst möchte ich mal so herzlichen Dank. Da gab es eine Reihe von Fragen, noch einige längere Kommentare. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, auf das, was eben auch schon gesagt worden ist. Es sind also insgesamt dreimal Hinweise auf Webseiten und interessante Artikel. Zum einen eben auf RASAM, diese Organisation, die in Deutschland sich engagiert. Und dann ist noch ein Hinweis auf den NÖK, den Nachrichtendienst Östliche Kirchen, eingestellt. Und zwar geht es da um eine Umfrage, da
bitte ich die betreffenden Interessierten einfach mal anzuklicken oder hinzugehen auf die Homepage, eine Umfrage zum Thema, welches Verhältnis haben die Menschen zu ihren Kirchen und wie sehen die Gläubigen in ihren Kirchen in Weißrussland. Und schließlich noch ein dritter Hinweis, ganz wichtig, auch ein Hinweis mit Link zu dem Brief, den die, wenn man so will, Führerin der weißrussischen Opposition, Svetlana Tichanouskaja, an Papst Franziskus geschrieben hat. Den kann man auch im Internet an verschiedenen Stellen finden. Das war ja schon ein wichtiger Appell und damit auch ein Hinweis und ein Indiz darauf, welche Rolle die katholische Kirche auch für die Opposition spielt. Welche Rolle sie tatsächlich eingenommen hat, das haben wir ja eben gehört, ist natürlich wieder eine andere Frage. Bei den übrigen Fragen, einige Fragen sind eigentlich beantwortet, nämlich die allererste Frage lautete, welche Rolle Rom, der Nuntius, in der jetzigen Situation einnimmt, das haben wir ja gehört. Mehrere Fragen beziehen sich noch einmal vertieft auf die Stellung und den Einfluss und Rolle der orthodoxen Kirche in Weißrussland. Und zwar eine grundsätzliche Frage, dass ja wohl doch, wenn das richtig eingeordnet wird, die orthodoxe Kirche in Weißrussland als Mehrheitskirche eine lange Tradition der Verwurzelung in der Bevölkerung hat. Und damit verbunden die Frage, ob das Verhalten des Metropoliten, des jetzigen Metropoliten, damit diese Verwurzelung und religiöse Bindung schwächt. Und weitergehend damit, ob es tatsächlich, wir haben das ja schon mal gehört, aber vielleicht gäbe es da noch einige Beispiele, junge orthodoxe Geistliche gibt, die ganz offen in Opposition treten. Und damit verbunden die Frage, welche Rolle die Klöster, die orthodoxen Klöster spielen. Oder haben sie eine Position oder haben sie gar keine Position in der jetzigen aktuellen Krise? Und damit verbunden eine dritte Frage, und damit möchte ich an der Stelle schon mal aufhören auch, noch tiefer gehen, es gab ja das jahrhundertealte Prinzip Orthodoxie der Symphonie, orthodoxe Kirche im Verein mit dem Staat, natürlich speziell bezogen auf das russische Zartum. Das gab insofern die Frage jetzt damit konkret, ob überhaupt eine Möglichkeit realistischerweise besteht, dass sich die orthodoxe Kirche in Weißrussland, in Belarus, aber vielleicht auch darüber hinaus überhaupt, aus dieser neuen oder uralten, wie man es will, Umklammerung vom Staat lösen kann. Ist das überhaupt realistisch? Das ist mal der erste Block und vielleicht auch der wichtigste an Fragen, den ich hätte. Ja, vielen Dank. Frau Danilovic, wollen Sie mal sich etwas aussuchen? Ja. Also schwächt sich die Verbindung der Bevölkerung, die traditionell starke Verbindung, die Verwurzelung, die Verankerung der Orthodoxie in der Bevölkerung, dadurch, wie sich die Kirche, die orthodoxe Kirche jetzt verhält? Das wäre vielleicht eine. Und die andere, die zweite Frage mit den jüngeren Geistlichen. Gibt es solche Leute? Gibt es Leute, die da noch einen anderen Kurs sichtbar einschlagen? Ja, es gab tatsächlich diese Umfrage, wo auch Link reingestellt worden ist zu diesem Verhältnis der Menschen oder Einstellung der Menschen zu der orthodoxen Kirche. Und die Umfrage war vielleicht nicht so ganz repräsentativ, weil die meisten Menschen waren aus Minsk, aber die Umfrage hat gezeigt, dass die Menschen sind unzufrieden, zum Beispiel mit der Leitung der Kirche, wie die Leitung der Kirche reagiert auf diese Situation. Die Frage ist jetzt zu den jüngeren Priestern, wie sie sich verhalten im Kontext der Proteste. Also ich würde sagen, es gibt keine so Mehrheitsbewegung unter den Priestern, aber es sind einzelne Priester, die aber sehr markant sind und die sozusagen sehr prominent sind, die sich zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken sehr offen äußern zu der Situation und sehr kritisch äußern zu der Situation. Es gibt auch einen berühmten Priester, Alexander Kuchta. Er ist selbst, so man kann sagen, auch ein Blogger. Also er macht kurze Videos auf YouTube und war bei den Protesten insofern involviert, dass er zum Beispiel am Okrestina so Seelsorge für die Menschen angeboten hat und so ein bisschen dort vermittelt hat. Und dann auch bei den Totengedenken für ermordeten Roman Bondarenko am Platz des Wandels auch als Priester tätig war und sich auch zum Beispiel eine Bürgschaft abgelegt hat für den politischen Gefangenen Ihar Losik. Der ist auch, dieser Ihar Losik war im Hungerstreik 42 Tage und dieser Priester Alexander Kuchta zwar kannte ihn nicht persönlich, aber hat sozusagen für ihn gebürgt. Und das sind so einzelne Beispiele dafür, dass die Priester vielleicht nicht so sich direkt politisch als oppositionell zeigen, aber auf jeden Fall handeln solidarisch mit den Menschen, die unter
dem Regime verfolgt werden oder unter dem Regime leiden. Ja, danke schön. Frau Altschanska, Sie haben, ich hebe zum letzten Mal das Heft hier in die Kamera, einen Beitrag über die Kirchen auch in unserer Zeitschrift veröffentlicht. Und da haben Sie ein Beispiel von einem Kloster geschrieben, das genau in die andere Richtung eigentlich geht. Aber dennoch die Frage, die gestellt worden ist, wie ist denn die Rolle der Klöster? Kann man dort etwas erwarten? Und dann vielleicht diese grundsätzliche wichtige Frage nach dem Prinzip der Symphonia, also dieses Zusammenklangs von Staat und Kirche. Ist das etwas, was es für die Orthodoxie sowieso sehr schwer macht oder es unmöglich macht, vielleicht in eine Oppositionshaltung zum Staat zu gehen? So, ich würde sagen, also ein belarussisch-orthodoxer Priester schrieb in seinem Facebook-Account gerade vor kurzem, also mit dem Hinweis auf einen nicht genannten Autor, also Zitat, wenn die Kirche den Staat heiratet, dann bleibt sie kinderlos. Das ist, glaube ich, das ist gerade das Ergebnis von dieser Symphonie, also von diesem mehrjährigen angeblichen Zusammenarbeit der Kirche und des Staates. Also dass jetzt ganz offensichtlich wurde, also dass die orthodoxe Kirche eine nicht selbstständige, also nicht glaubwürdige Institution ist. Und ich würde eigentlich also diese Krise als eine Chance betrachten, für die orthodoxe Kirche sich vom Staat zu emanzipieren und als wirklich eine gesellschaftlich relevante Institution aufzutreten. Ich würde auch noch auf eine Umfrage hinweisen, das wurde vom Zentrum für internationale Studien, für Osteuropa und internationale Studien gemacht. Und da steht fest, dass ca. 70% identifizieren sich als Orthodoxe und mehr als 40% beten sich, also mehr als 40% gar nicht beten. Also das heißt, dass die Hälfte oder mehr als die Hälfte also betet sich gar nicht. Es bleiben dann ca. 5% wie immer, also diejenigen, die regelmäßig Kirche besuchen oder beten. Und ich bin eigentlich da einverstanden, dass die Rolle also eigentlich in der belarussischen Gesellschaft ganz kleine Rolle spielt. Also das ist eher eine visuelle Täuschung, dass die orthodoxe Kirche also sehr wirksam ist. Und das wäre, wenn sie jetzt wirklich für die Menschenrechte, für Freiheit, für Menschen da wäre, dann wäre es eine Chance für die Orthodoxen. Leider ist es nicht so. Sagen Sie noch ein Wort zu den Klöstern? Das ist auch gefragt worden. Ja, es gibt zum Beispiel in Minsk ich glaube, das ist der reichste Kloster in Belarus überhaupt. Und der Vorsteher von diesem Kloster, Priester Andrei Lemeschonek, der unterstützt schon seit langem Alexander Lukaschenko, hat ihn schon vor den Wahlen unterstützt. Er hat ihn bei dieser Covid-Leugnung sozusagen unterstützt und diese Covid-Politik von Lukaschenko unterstützt. Und leider sind die Klöster eher die Vorposten für Unterstützung von Lukaschenko. Ja, vielen Dank. Auch wenn es eine eher betrübliche Aussicht ist, Christoph Dahm, bitte nochmal mit einer zweiten Fragerunde. Ja, zweite kurze Fragerunde. Genau, im Blick auf die Uhr, vielleicht die letzte dann auch. Zunächst ganz kurz noch, es gab noch einige Kommentare. Ein sehr wichtiger Kommentar, den ich einfach kurz zusammenfassen möchte, ein Appell an uns alle im Grunde genommen, das Ganze hier natürlich auch in Europa weiter kritisch zu betrachten und auch unser Selbstverständnis von demokratischer Entwicklung zu hinterfragen. Wie weit können wir Einfluss nehmen auf eine solche Entwicklung und auf eine Gesellschaft, die in dieser Krise ist? Wir müssen Solidarität zeigen und die Demokratie als Transformationsprozess letzten Endes verstehen, der eben dazu beiträgt, die Gesellschaft nicht nur in Belarus überhaupt voranzubringen. Das kann man sicher einfach mal festhalten. Dann gab es noch ganz kurz ein, zwei Hinweise darauf,
auf das durchaus vorhandene weitere Engagement der katholischen Kirche, jetzt zum Beispiel auf Weihbischof Kasabutski und viele andere Geistliche in ihren Predigten. Aber insgesamt ist es natürlich etwas stiller geworden jetzt in der Zeit. Konkrete Frage, eine zunächst, kann man etwas zur Lage an den Universitäten sagen? Ist diese ganze Situation auch eine Frage eines inneruniversitären Diskurses, bis hin zur Frage, ob es eine, in der Theologie über die, diskutiert werden kann, über das Verhältnis Staat-Kirche und damit auch überhaupt in irgendeiner Form an Universitäten so etwas wie die Auseinandersetzung stattfindet? Das wäre eine konkrete Frage. Und eine zweite Frage, die ich damit, das ist, die ich auch gleich weitergeben müsste. Wir haben jetzt auch mehrfach über die evangelische Kirche gesprochen. Da gibt es die interessante Frage, ob es jetzt Analogien zur Rolle der evangelischen Kirche zum Ende der DDR gibt. Das kann man natürlich jetzt sicher nicht weniger auf die evangelische Kirche, sondern auf die Doxe oder überhaupt die Kirchen bestehen. Und zwar in dem Sinne, die Leitung der Kirchen redete mit der Partei, das stimmt ja hier auch, mit Lukaschenko, während die Ortspfarrer sich auf die Seite der Opposition geschlagen haben. Diese Frage, ob es tatsächlich Analogie, ob man da eine Analogie ziehen kann oder ob das da etwas zu gewagt ist. Das wären mal die Fragen. Universität. Ja, dann würde ich gerne die erste Frage an Frau Alschanska stellen zu der Universität. Ist das ein Thema oder wie verhalten sich die Universitäten? Kann man darüber überhaupt diskutieren? Wird das diskutiert? Die Universitäten in Belarus natürlich. Ne? Ja, also ich würde dann vielleicht mehr zum Institut für Theologie in Minsk sagen. Also das ist gerade, würde ich sagen, nicht der Schwerpunkt, also die Beziehungen zwischen dem Staat und der Kirche, also der Untersuchungen am Institut für Theologie. Ich muss sogar so sagen, dass es die Entwicklung im Institut ist gar nicht erfreulich, weil der Lehrstuhl für Religionswissenschaft, wo eigentlich solche Untersuchungen möglich wären, also das ist ja, da versucht man diesen Lehrstuhl umzustrukturieren, weil man sagt also, dass man eigentlich Theologen braucht und nicht Religionswissenschaftler oder Politikwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler. Also da muss der Schwerpunkt mehr auf Theologie, auf Kirchengeschichte liegen und würde ich sagen, also dass auch einige Studenten, die waren sehr aktiv bei diesen Protesten, also die Theologiestudenten, ich weiß davon, und eigentlich die Leitung des Institutes hat sich nicht so sehr unterstützend sich geäußert, also das würde ich sagen, das war sogar restriktiver, also ein bisschen gehandelt als an anderen Fakultäten. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich Frau Danilovic die zweite Frage stellen, die Herr Dahm gestellt hat, also die Parallele zum Ende der DDR. Ne? Die Kirchenleitung spricht mit den Machthabern und die Kirche selber, die Priester, Pfarrer, Pastoren mit der Opposition. Würden Sie das so sehen können? Ja, ich glaube, die Parallelen sind noch ein bisschen zu früh zu ziehen, weil DDR-Proteste hatten letztendlich Erfolg und die belarussischen Proteste haben noch Erfolg in Aussicht. Deswegen, ich glaube, kann man ein bisschen abwarten, aber ich würde nicht sagen, dass alle Priester in der weißrussisch-orthodoxen Kirche jetzt mit den Oppositionellen sich solidarisieren. Das ist nicht so die Mehrheit, sondern das sind Einzelfälle, die aber sehr sichtbar sind und sehr deutlich sind, aber nicht die Mehrheit. Und es gibt unter den Bischöfen tatsächlich auch andere sozusagen, zum Beispiel der Erzbischof von Grodno Artemi, der nach den Gewalttaten im August sehr scharf das Ganze kritisiert hat. Und, ja. Er hat die Demonstrationen kritisiert, oder was? Er hat nicht die Demonstration, sondern die Gewalt der Polizisten die Gewalt, ja. kritisiert. Ja. Hm. Ja, wir sind jetzt genau am Ende. Ich würde gerne eine letzte Frage, die ich auch im Chat gesehen habe, an Sie beide noch stellen. Und zwar die Frage, was erwarten Sie denn? Was wird denn passieren? Sie haben gerade schon gesagt, Frau Danilovic, es ist natürlich sehr schwierig. Sie haben gesagt, der Erfolg steht noch aus. Aber wird denn der Erfolg kommen? Wie wird das weitergehen? Man hat ja den Eindruck von einer eingefrorenen Situation sozusagen. Ich habe am Anfang gesagt, Lukaschenko bewegt sich nicht. Die
Die Opposition hat sehr deutlich demonstriert, wie stark sie ist und was sie alles machen kann. Aber wenn der Partner oder Gegner eben sich nicht bewegt, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen meine Frage, was erwarten Sie, was wird passieren? Was wird in den nächsten Monaten passieren und was erwarten Sie auf Dauer, Frau Danilowitsch? Ja, ich bin nicht so sehr optimistisch, muss ich sagen, weil ich glaube, das wird ein Marathonlauf sein für die Belarusen. Die Stimmung jetzt ist bei den Belarusen so, dass viele nehmen das jetzige Zeit als Dunkelheit vor dem Sonnenaufgang. Ich denke, das ist zu wenig, einfach zu warten auf diesen Sonnenaufgang. Man muss überlegen, welche Strategien in diesem Kampf gegen das Regime tatsächlich auch sinnvoll sind. Und ich denke aber auch, der Lukaschenko hat einen langen Atem und solange auch Putin ihn unterstützt, wird sich nicht vieles ändern. Wobei natürlich, wir hoffen das Beste. Mhm. Frau Alschanskaya. Ja, ich bin natürlich überzeugt, dass die Wahrheit gewinnt. Aber ich glaube, das ist auch, dass der Erfolg von diesem Wahlkampagne und von dieser oppositionellen Gruppe ist, auch oppositionellen Führern, dass die wirklich, also wie ich sage, also die sind wirklich True Believers, die glauben wirklich an den Erfolg. Also die haben keine Angst, keine Zweifel und die glauben an dem, dass sie Recht haben und daran, also was sie machen. Ja, die Frage natürlich bleibt, wie lange es noch dauert. Es kann natürlich dauern und deswegen frage ich mich auch, warum die Kirche sich so kurzsichtig verhält. Ob die Leitung der Kirche, der orthodoxen Kirche, wirklich denkt, dass es weiter so bleibt. Also das ist ja für mich auch ein bisschen eine Frage, weil ich bin natürlich der Meinung, dass es bald vorbei ist. Sie haben auf jeden Fall recht, Frau Schanskaya, mit dem Satz, die Wahrheit wird siegen. Das wird sie auf jeden Fall, aber man braucht vielleicht sehr viel Geduld bis dahin. Und was leider auch stimmt, ist, dass wenigstens ein wichtiger Schlüssel für die Lösung dieser Situation in Moskau liegt und gar nicht in Minsk, weil das, wie sich Putin verhalten wird und wie sich Putin gegenüber Lukaschenko verhalten wird, sehr wichtig ist. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, er wird ihn nach einer gewissen Zeit fallen lassen und gegen jemanden austauschen, der zuverlässiger ist als Lukaschenko, der in den Jahren vor der Wahl ein wenig versucht hat, das Land zu öffnen. Aber das ist natürlich alles spekulativ und das können wir heute Abend nicht mehr bearbeiten. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich dafür, dass Sie uns einen, glaube ich, sehr guten und intensiven Einblick gegeben haben in die Situation, vor allem in die Situation der Kirchen mit neuen Erkenntnissen und neuen Wahrheiten, die wir bekommen haben und die Sie uns vermittelt haben. Herzlichen Dank für Ihre Gesprächs- und Auskunftsbereitschaft. Vielen Dank denen, die das technisch möglich gemacht haben und Ihnen allen herzlichen Dank für Ihr Interesse und für die Fragen, die Sie gestellt haben und dafür für die Geduld, die Sie aufgebracht haben. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Veranstaltung von Listen to the East. Dankeschön.